Also der Grenzstreifen verläuft hier Mitte von diesem Wald. Also hinter diesem Gleiskörper, hinter diesem Bahndamm, hatten wir als Fußgänger nichts mehr verloren. Bis zur Brücke konnten wir noch gehen, aber nur mit Wasierschein, beziehungsweise wir hatten einen Stempel in unserem Personal-SOS und da konnten wir uns in einem 5 Kilometer Grenzgebiet aufhalten und bewegen. Nach Schließung der Grenze 1961 war für Westberliner ein Besuch in der DDR eine Auslandsreise. Ein Visum musste beantragt und ein Grund für die Reise genau benannt werden. Wollte man für immer bleiben, führte der Weg unweigerlich über ein Aufnahmeheim. Immer mehr Bewohner der Bundesrepublik und vorübergehend in Westdeutschland lebende Bürger der DDR melden sich in den letzten Tagen in den Aufnahmeheimen unserer Republik. Die Politik der Bonner Regierung, die sich gegen jede Entspannung in der Welt richtet, veranlasste sie zum Übertritt in den deutschen Friedensstaat. Reinhards Spur führt ein paar Kilometer weiter nach Sasa, ein kleiner Ort in Thüringen, wo sich einst ein Aufnahmeheim für Übersiedler aus dem Westen befand. Guten Tag. Guten Tag. Zumpe mein Name, ich habe einen Termin bei Herrn Zamboni. Dein Mensch wird sein. Danke. Das Asylantenheim gibt es seit dem 15. Januar 2004, also wird es als Asylantenheim genutzt. Es war einmal zur Unterbringung von Truppen der NVA geführt worden. Dann war hier auch mal die Volkspolizei, insbesondere vor dem Hintergrund der Transitstrecke Nürnberg-Berlin, die von hier aus beobachtet werden sollte. Und dann war es zwischendurch, und das ist die Zeit, wo Ihr Bruder hier war, ein Aufnahmeheim für Flüchtlinge aus dem Westen. Im gleichen Jahr, in dem mein Bruder in den Osten ging, entschieden sich fast 2.500 Menschen ebenfalls für die DDR. Sie wurden durchleuchtet. Sie wurden überprüft, wie nah sie am System sind, ob sie möglicherweise auch Agenten sind. Viel mehr wissen wir nicht. Ich frage die Bewohner in Sasa, ob sie damals etwas vom Aufnahmeheim oder sogar von meinem Bruder mitbekommen haben. Gibt es ehemalige Mitarbeiter, die sich an ihn erinnern können? Es war irgendwie gespenstisch, man hatte keinen Zugang dazu. Man musste Aufnahmeheim, aber was letztendlich da drin passiert ist, konnte man nicht wissen. Keiner hat eine Auskunft gegeben und es war schon ganz schön schwierig. Du warst politisch total unbescholten, gell? Aber erstmal musste man ja mitspielen. Waren Sie Mitglied da in der Partei? Ja, ich musste dann, ja, genau normal. Aber das lange vergessen wieder. Ja. Der Pflicht gehorchen, nicht dem eigenen Trieb, würde ich sagen. Okay, musste man. Mein Bruder ist 69 vom Westen in den Osten gegangen, ja? Ja, also als Rückkehrer oder Zuziehender? Zuziehender. Zuziehender. Haben Sie da Leute? Und wie ist denn der Name? Zumpe. Reinhard Zumpe. Der war so 20 Jahre alt. Einige Namen habe ich noch so im Gedächtnis. Na, erstens mal haben Sie hier Arbeit gekriegt. Erstmal Kredit. Wohnung, Arbeit, ja, also die hatten keine Sorgen. Die wurden hier erstmal im Aufnahmeheim gut aufgenommen. Haben Sie was von den Befragungen mitgekriegt, der Insassen? Ich also die jetzt von der Kripo, von der Kriminalpolizei vernommen wurden, nee, habe ich nicht. Da, wir waren Zivilangestellte und dann gab es welche Uniformierte. Okay. Gell? Ich treffe Roland Geipel. Er war möglicherweise zusammen mit meinem Bruder hier im Aufnahmeheim. Also ich habe mich auf den Systemwechsel 2 Jahre vorbereitet. Sommer 67 war die Entscheidung gefallen. Ich gehe um der Liebe willen in die DDR. In der Nacht nach hier gekommen, befragt worden zu meiner Person. Die wollten alles wissen. Was habe ich noch für Geld in der Bundesrepublik? Habe ich Schulden? Ich habe die Fragen mir angehört und habe versucht, so zu reagieren, dass ich mich nicht zu weit hinauslehne.
Hätte mein Bruder hier eine Chance gehabt, anzukommen? Also wenn Ihr Bruder die Courage hatte, sich mit dem intelligenten Vater auseinanderzusetzen, sich mit dem zu streiten und gemerkt, ich habe ein anderes Weltbild, ich gehe in die DDR. Also wenn er ein kleiner Rebell war, kann ich mir das schwer vorstellen. Ist das der Ort, an dem sich das Schicksal meines Bruders entschieden hat? Wurde er hier schon abgelehnt und wieder zurückgeschickt oder durfte er bleiben? Die Bundesbehörde für die Unterlagen der Stadtsicherheit. Hier stelle ich einen Nachforschungsantrag. Ich versuche, die Geschichte meines Bruders zu rekonstruieren. Wäre Reinhard hier aktenkundig geworden, hieße es, dass sich die Stadtsicherheit für ihn interessiert hätte. Meterweise Akten, doch von Reinhard keine Spur. Ich finde Anhaltspunkte in den Akten, dass es einzelne Personen gab, die aus politischer Motivation in die DDR gingen. Das erinnert mich an eine alte Bekannte, Salomea, die aus politischer Überzeugung von West nach Ost ging. Auch wenn sie zu einer anderen Zeit in die DDR ging, erhoffe ich mir Hinweise darauf, was meinem Bruder in der DDR widerfahren ist. Salomea hat mich zu ihrer Lesung im Berliner Scheunenviertel eingeladen. Sommer 38. Immer mehr bekam Salomea Angst, auf die Straße zu gehen. Gerade weil im Scheunenviertel so viele Ostjuden lebten, marschierten die SA dort besonders gern. Wenn Salomea mit Scheindl oder Malka vom Kindergarten nach Hause ging, hörte und sah sie oft eine marschierende, braun-schwarze Kolonne von Männern, die laut sangen. Sie beschreibt ihre Flucht als Berliner Jüdin 1939 ins Exil nach Australien. Und ihren Eintritt in die Kommunistische Partei. Ich war eigentlich ein ziemlich entwurzelter Mensch. Und als ich hörte, dass die Weltfestspiele in Berlin stattfinden werden, sagte ich, prima, da werde ich hinfahren. Und dann werde ich gucken, ob ich nicht 6 Monate in der DDR wohnen kann. Weil dann würde ich wissen, fühle ich mich da zu Hause viel mehr als in Melbourne. Mit dieser Absicht bin ich losgefahren. Die Kunde von den Weltfestspielen flog über den ganzen Erdball. Überall in der Welt fanden Versammlungen statt. Dann sind wir am Ostbahnhof angekommen. Und da gab es einen großen Empfang. Tausende von Leuten haben uns begrüßt. Und dann haben alle das Weltjugendlied, mein Gott, ich könnte jetzt sogar heulen, alle zusammen, Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen haben alle das Weltjugendlied zusammen gesungen in allen Sprachen. Jugend aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut. Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht. In den düsteren Jahren haben wir es erfahren. Ich bin in Ostberlin angekommen, ging zum Außenministerium, habe denen gesagt, ich will in die DDR und habe ihnen auch mit meinem ganzen Idealismus erklärt, warum. Er sagte, ich müsste einen schriftlichen Antrag stellen, sie müssten das alles überprüfen, das kann sehr lange dauern. Als ich ihn fragte, wo soll ich denn dann wohnen, wenn es so lange dauert mit dem Visum? Na, geh doch nach West-Berlin. Da war ich ziemlich entsetzt, weil für mich West-Berlin ein Hort von Spionage und Imperialismus war. Gespaltenes Deutschland, offene Grenzen.
Wie oft wird dabei die besondere Lage Berlins, denn auf dem Territorium der DDR liegt die Frontstadt West-Berlin, zur Schädigung unseres Staates ausgenutzt. Eines Tages sprach mich jemand in der Schönhauser Allee auf der Straße an. Der hat sich vorgestellt als vom Ministerium für Staatssicherheit. Und da hat er mir erklärt, Sie haben ja so wenig Kontakt nach West-Berlin. Sie wissen nicht, was sich da zusammenbraut gegen die DDR. Wäre es ganz toll, wenn ich doch bleiben würde, wo ich bin, und mit Ihnen mich regelmäßig treffen, damit ich Ihnen berichten kann. Dieses Foto aus deinen WSTU-Akten, wann hast du das gefunden? Na, in den 90er Jahren, als ich meine Stasi-Akten da beantragt habe. Jetzt ist ein Bauzaun da, sodass wir nicht rankommen. Aber da ist es gewesen. Fünfzig Jahre später, nach diesem Bild, habe ich aus den Stasi-Akten erfahren, dass er in Auftrag hatte, zu beweisen, dass ich ein internationaler Spion bin. Deswegen habe ich 9 Jahre kämpfen dürfen, um in die DDR zu kommen. Ich lerne Henriette kennen, die im gleichen Jahr wie mein Bruder geboren ist und 1959 von ihren Eltern von West nach Ost mitgenommen wurde. Durch ihre Schilderungen kann ich mir vorstellen, was die Schwierigkeiten waren, auf die mein Bruder bei seinem Übergang in den Osten gestoßen ist. Wir waren in dem Aufnahmelager in Blankenfelde, dahinter Pankow. Ich weiß, dass es, wenn man da diese Blankenfelder Chaussee auf der linken Seite so ein Barackenkomplex war. Für mich war das natürlich der Hammer, weil eigentlich wollten wir nach Kanada auswandern. Ich war lange schon in Kanada mit Herz und Sinnen. Ich meine, ich war damals 13. Meine Eltern sind halt in die DDR gegangen, beziehungsweise ich bin mit meinem Vater vorgegangen in die DDR. Meine Mutter, also die haben beschlossen, dass ich mit vorgehe. Ja, so raus aus den Jeans und rein ins Blauhemd. Ja, so ähnlich war es ja auch. Weil ich kam ja aus dem Rock'n'Roll, wenn du so willst, 59, und kam darüber und da stand eben FDJ an. Ich meine, ich muss dir vorstellen, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Natürlich waren alle in der FDJ, ich hatte ja keine Ahnung, was da überhaupt läuft. Ich bin natürlich auch in die FDJ gegangen, also gekommen. Ja, wer hat mich denn gefragt? In meiner Erinnerung waren wir in dem linken Barackenteil und zwar mehrere Familien, also interessanterweise Familien, die aus dem Westen in den Osten gegangen sind, hier offensichtlich. Ne? Also es waren mehrere Familien in einem Zimmer mit so Doppelstockbetten. Man war nicht eingesperrt und konnte da nochmal raus. Also wir sind ja ab und zu rausgegangen, auch spazieren, beziehungsweise wir sind ins Kino gelaufen. Nach Pankow, kann ich mich erinnern, ins Kino gelaufen. Mein Vater, in der Regel war der ja nicht mit im Bild, weil er ja diese ganzen Ferienfilme gemacht hat. Mhm. Mein Vater hat jede Gelegenheit genutzt, uns im Urlaub aufzunehmen oder bei Gemeindefesten. Das war unser Kater Peter. Mhm. Reinhard mochte den sehr. So ungefähr im Alter von 18 Jahren. Mhm. Und wie alt warst du? Ich war 6 Jahre jünger, 12, aha, 13, so. Ja. Die Katze interessiert sich überhaupt nicht für diese Strippe. Das war eine Wurstpelle. Ach, eine Wurstpelle. Reinhard war mein Vorbild, mein Verbündeter.
Von ihm lernte ich, was wichtig ist im Leben und wie man sich unsichtbar macht, wenn die Eltern mal wieder nervten. Reinhard, das war der Junge, der sich nichts anmerken ließ, der sich immer aufrecht hielt, der nie weinte. Was war er denn vom Beruf? Naja, es war eben so, er hat die Schule dann unterbrochen. Er war eigentlich sehr literaturinteressiert, er war sehr gut eigentlich in der Schule. Mhm. Also er hätte bestimmt sowas wie Filmwissenschaften studieren wollen. Ja. Mein Bruder nahm mich, die jüngere Schwester, mit ins Kino. Ich ließ mit ihm keinen Film der Nouvelle Vague aus, was mir das Gefühl einer verschworenen Gemeinschaft gab. Ich verstand zu der Zeit wenig vom politischen Hintergrund der Filme von Godard und Truffaut, aber die Aufbruchstimmung gefiel mir. Glaubt ihr vielleicht, er könnte mich überholen? Er mit seinem jämmerlichen Schlitten? Familienreisen waren immer das Ereignis des Jahres, das wir lange im Voraus herbeisehnten. Mein Bruder und ich fanden die ausgiebigen Reisebeschreibungen unseres Vaters meistens langweilig. Viel lieber vertrieben wir uns die Zeit mit »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Mein Vater war der Regisseur mit der Super-8-Kamera. Allein die Einstellung an der Tankstelle mussten wir 5-mal wiederholen. Mein Vater führte nicht nur im Filmregie, sondern auch zu Hause. Sonntags nach der Kirche hieß es, Vater erwartet euch im Arbeitszimmer. Dort ging ein Donnerwetter auf uns hernieder, wenn wir mal wieder in seinem Gottesdienst herumgealbert hatten. ...1965, mein Bruder Reinhard ist 18 Jahre alt. Er will raus, raus aus Langwitz, einem verschlafenen Vorort im Südwesten von Berlin. Raus aus dem Pfarrhaus, weg vom Vater, weg von zu Hause. Im Sommer 1965 kommt mein Bruder nicht mehr mit uns in den Urlaub. Und dafür gibt es Gründe. Mein Vater hält den Hochzeitsgottesdienst für meine Cousine in Hannover. Ein großes Familienfest. Ich erinnere mich nicht mehr genau, warum mein Bruder und ich nicht dabei waren. Meine Großmutter am Arm meiner Mutter. Am nächsten Tag wollten wir gemeinsam in den Urlaub starten. Aber dann bricht Reinhard Mutters Schreibtisch auf und klaut die Urlaubskasse. Mit dem Geld macht er sich auf nach Paris. Als sein Reisegeld zu Ende ist, ist er wieder da. Noch nicht mal zum Revolutionär hat es gereicht, ist der Kommentar des Vaters. Ich denke, seine wirklichen Probleme hätten dort angefangen, wo er darauf bestanden hätte, eigene Ideen zu verfolgen. Weil das war nicht, oft nicht erwünscht. Ja, wenn diese Ideen nicht genau auf der Parteilinie waren. Jetzt ist der Palast der Republik gewissermaßen ein Skelett geworden. Als ich als Jugendliche in die DDR gekommen bin, hat die DDR auf mich auch so trostlos und so abgebrochen gewirkt wie jetzt. Also es ist ganz eigenartig. Meine Mutter hat hier gearbeitet.
Und zwar interessanterweise hat sie den großen Kran gefahren, als der Palast der Republik aufgebaut worden ist. Und der Palast der Republik war ihre letzte Baustelle. Das war, Richtfest war hier November 1974. Aber sie ist davor auch auf anderen Baustellen gewesen. Es war eigentlich, ja, jetzt im Rückblick ein interessanter Weg, weil wir das, glaube ich, gar nicht gewohnt sind, dass so eine Frau von Baustelle zu Baustelle zieht, um immer mit ihrer Brigade gewissermaßen als Kranführerin dabei zu sein. Und ich denke auch nicht, dass ihr das nichts ausgemacht hat, dass wir als Kinder daran ganz schön zu knabbern hatten und dass sie sich so gut, sagen wir mal, sie hat sich bemüht, uns so gut wie möglich in der Zeit zu versorgen. Das glaube ich schon. Trotzdem bin ich ab und zu mal ganz schön sauer. Ja, aber immer wenn die Baustelle abgeschlossen war, verkauft, die wurde ja dann verkauft, übergeben, da sind wir weitergezogen. Und so bin ich auch immer mit weitergezogen. Den können wir wegtun. Anfangs sah es gar nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, sehr glücklich und zufrieden war sie wohl nie dann da. Ich denke, da kam immer so ein bisschen der Vorwurf, wärst du bloß mit uns in Westdeutschland geblieben, ja? In der Zeit vor der Mauer konnte man sich noch entscheiden zwischen bleiben und gehen. Wenn man wollte, wechselte man die Welten für immer. Berlin war ein Schlupfloch. Und dann hieß es irgendwann, ja. Habt ihr schon gehört? In Berlin, so hat sich dann so rumgesprochen. Die Mauer gebaut. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, ich werde gleich hier völlig verrückt. Also die macht eine Mauer. Ich komme hier nicht mehr raus. Und ich habe dann irgendwie aber so ganz auf cool gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe irgendwie, weil die immer, stellt euch mal vor, an Mauern und so. Und ich muss sagen, mir ist egal, ich fahre nie nach Berlin. Communist police and militia occupy the entire border around West Berlin. The communists built a wall along the Soviet sector and in violation of existing agreements split the city in two. Gardens along the border were torn up to create a death strip where all who enter will be shot. Vor seinem Versuch, in die DDR überzusiedeln, ist Reinhard einige Male für einen Tagesausflug über Friedrichstraße nach Ost-Berlin angereist. Der Westen war nicht weit, die westlichen Universitäten. Und die dort Studierenden, die kamen auch gerne in den Ostsektor rübergefahren. Es war auch vollkommen unproblematisch, sofern sie einen bundesdeutschen Pass hatten. Sie kauften hier gerne Bücher ein, vor allen Dingen, insbesondere die Werke von Marx, Engels und Lenin, die sehr, sehr billig waren im Osten. Reinhard kommt immer beladen mit neu erworbenen Büchern und Schallplatten zurück. Es waren weniger die Werke von Marx und Engels. Vielmehr begeisterten ihn die von Puschkin und Dostojewski. Dann war anschließend noch genug Geld übrig, um entweder ins Kaffeehaus zu gehen und auf Diskussionspartner zu warten oder direkt zur Universität vorzustoßen. Da scheiterten sie aber natürlich am Wachschutz hier unten, die strengste Weisung hatten, also solche Personen nicht vorzulassen. Man traf sich gerne in den Cafés in der Umgebung und es gab damals nicht so furchtbar viel davon der Sorte, aber einige berühmt und begehrt war vor allem das Espresso unter den Lindenecke Friedrichstraße, wo heute so ein gigantischer Autosalon ist. Das war einfach interessant, was die so erzählten und wie die so waren. Wir hatten natürlich nur eines zu erzählen, was wir nicht so wussten und das hörte man sich gerne an. Es war schon eine fremde Welt, es war schon ein Besuch aus einem fremden Sonnensystem, weil die ganz andere Probleme hatten.
Welche Bekanntschaften hätte Rainer zu dieser Zeit in Ost-Berlin machen können? Hat er Freunde gefunden? Oder ist vielleicht damals etwas passiert, das ihn später dazu brachte, in den Osten zu gehen? Teilweise war das, was die bekämpften, gerade das, was wir wollten. Die wollten vor allen Dingen Ideologie und mehr in die Gegenwart. Und wir hätten gerne über Philipp den Schönen vielleicht mal eine Veranstaltung gehabt, denn bei uns war das Studium ja extrem ideologisiert und auch extrem auf die Gegenwart bezogen. Natürlich weniger auf den Pariser Mai, aber eben auf die Erfolge des Kommunismus in der Sowjetunion und solche Sachen mussten wir rauf und runter beten. Also der gehörte mit anderen Worten zu den Leuten, die immer aus West-Berlin kamen und das alles so toll fanden und die dummen Sprüche da gemacht haben, die immer ins Espresso gekommen sind und mir total auf die Nerven gegangen sind mit ihrem Geschwätz von Sozialismus und Arbeiter und Bauern und Kommunismus. Und ich immer nur gesagt habe, warum kommt ihr nicht hier und bleibt hier? Lebt doch mal hier. Als Stefan Wolle an der Humboldt-Universität studierte, war mein Bruder gerade in den Osten gekommen. Bei ihm interessiert mich, wie er mit den ideologischen Anforderungen im Studium klarkam. Ja, das ist nach wie vor sehr merkwürdig, wenn ich hierher komme. Auch wenn ich unten durchs Tor gehe, denke ich immer noch, ich müsste einen Ausweis zeigen. Dann gibt es so ein Zucken irgendwie in Richtung Brieftasche. Ich müsste hier der FDJ-Warenausweis vorzeigen. Ich habe im September 71 hier angefangen, Bibliothekswissenschaft, Germanistik und Geschichte. Aber das dauerte nicht lange, nur bis Anfang 72. Also ich habe kein ganzes Semester geschafft. Dann saß ich schon wieder auf der Straße wegen unbotmäßiger Äußerungen und frecher Bemerkungen. Das DDR-System war ja so extrem pädagogisch, erzieherisch aufgebaut. Das heißt, man wollte nicht nur strafen, man wollte auch jedem wieder eine Chance geben, als schwarzes Schaf seine Strafe abzusitzen, dann zur Herde zurückzukommen. Und dieses Spiel habe ich dann mitgemacht. Und zwar vollkommen skrupellos und innerlich eiskalt. Ich habe ein Jahr in der Produktion gearbeitet, im Transformatorenwerk Oberschöneweide, also so ein richtiger Produktionsbetrieb. Und da habe ich natürlich einfach deswegen Pluspunkte gemacht, weil ich jeden Morgen pünktlich bei der Arbeit war. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Kollegen hier? Dürfte, kann gleich von Anfang an, Kurs, Hallo und so, die helfen dir, wo sie können. Ist prima. Hast du Fragen und so, gehst du hin und das prima klappt. Wenn es mal nicht irgendwie ein Handgriff daneben geht, dann meckern sie nicht rum. Sagen, komm her, ich zeig das mal und dann läuft das. Die schickten da viele hin, die man früher so asozial nannte, ja. Manchmal durchaus nicht unsympathische Typen, aber die hatten dann echt Schwierigkeiten, morgens um 5 hochzukommen, ja, und kamen sehr oft zu spät. Und es gab ständig Hudeleien und ich war eben eisern. Ich war da jeden Morgen um 5:30 Uhr bei der Arbeit und habe da meine Norm erfüllt. Und das kam gut an, ja. Und die haben mir eine prima Beurteilung geschrieben. Mein Vater meinte immer so ironisch, mit der Beurteilung kannst du dich bei der Volkskammer bewerben. Na, jedenfalls, ging dann weiter. Ich wurde dann vorbestellt an der Universität und war so eine Aussprache. Und das ist noch eine pikante Geschichte. Da saß einer, der hat sich alles freundlich angehört und seine Notizen gemacht und gesagt, na ja, und wie sehen Sie heute Ihre ideologischen Verwirrungen von damals? Habe ich vollkommen überwunden. Am Busen der Arbeiterklasse wurde ich da mit der richtigen Einstellung genährt, mit dem richtigen Klassenstandpunkt. Und der hat auch überhaupt nicht gegrinst oder so. Es war wie ein Theaterstück. Und der gleiche Typ, ich habe den Namen jetzt vergessen, ist auch egal, wie er heißt, der gleiche Typ ist 8 Wochen später in Westen abgehauen. Reinhard war in West-Berlin schon früh mit Autoritäten in Konflikt gekommen. Mit 16 flog er vom humanistischen Gymnasium in Steglitz. Er produzierte sich vor der Klasse und zeigte den Lehrern deutlich, was er von ihnen hielt. Sie waren für ihn reaktionäre Spießer. Zu Hause beschimpfte er meinen Vater. Der hatte ihn schon früh aufgegeben. Nachdem er von ihm kein Abitur und auch keine religiöse Gefolgschaft mehr erwarten konnte, war Reinhard für ihn ein ewiger Versager, ein Taugenichts. ...1967. West-Berlin ist Mittelpunkt von Unruhen und Studentendemonstrationen. Auch Reinhard geht gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg auf die Straße.
Auch zu Hause herrscht Krieg. Die Auseinandersetzungen zwischen meinem Bruder und meinem Vater erreichen ihren Höhepunkt. Reinhard verfasst ein Pamphlet, warum ich aus der Kirche austrete, und knallt es meinem Vater vor die Füße. Die rote Mao-Bibel gegen die Bibel des Vaters. Reinhard ist längst ausgezogen und lebt allein. Er holt mich immer noch zu gemeinsamen Unternehmungen ab. Begeistert erzählt er mir von seinen Erlebnissen bei den Demonstrationen. Richtig Anschluss in der Bewegung findet Reinhard nicht. Er wohnt in keiner Kommune, wirft keine Steine, aber er ist überzeugt, dass etwas längst Überfälliges in Gang gekommen ist. Mir waren die Ideale meines Bruders damals fremd. Ich kaufte meine erste Single von den Beatles und war eher an Disco als an Demo interessiert. Was auch streng verpönt war, war hier diese geballte Faust, der Rotfrontkämpfergruß bestimmte Sprüche, Symbole, auch der rote Stern, war in der DDR nicht so up-to-date. Wäre eine falsche Vorstellung. Aber das kam dann sozusagen über die Linksradikalen des Westens auf dem Schleichweg in die DDR zurück. Zunächst mal war das, was sich da so in West-Berlin abspielte, einfach nur, also in den Jahren 67, 68, 69, einfach nur spannend und interessant, weil es ja sowas gab, sondern in der DDR nicht. Und es war natürlich auch ein Stück gelebte Demokratie. Man hat die Sitzung der Untersuchungskommission wegen des Mordes an Benno Ohnesorg, wo der Rudi Dutschke da massiv den Richter angriff, ja, und ihn sagte, er wäre ein oller Nazi und so. Das lief über den Sender. Also das war einfach ein Stück mediale Demokratie, die mich begeistert hat und fasziniert hat und die auch bei aller Kritik auch eine gewisse Überlegenheit der westlichen Gesellschaft zeigte. Ich habe damit nicht sympathisiert, weil ich habe das ja auch nicht erlebt, dass das keine Klassengesellschaft ist. Und Diktatur des Proletariats, da habe ich ja erstmal einen Klosenhals gekriegt, schon ganz früh. Und ich habe ja gesehen, natürlich gibt es Klassen. Für meinen Bruder sind die amerikanischen Imperialisten an allem schuld. Für unsere Eltern dagegen ist es die rund um West-Berlin stationierte Sowjetarmee. Nie wieder Krieg, schwören meine Eltern, wählen die CDU und sind stolz auf ihren VW Käfer. Als Reinhard uns dann mitteilt, dass er in die DDR gehen würde, hat das etwas Endgültiges. Damals hatte ich jeglichen Zugang zu ihm verloren. Er war mir abhandengekommen. Ich erinnere mich noch an den Schmerz, den ich empfand. Ich fühlte mich verlassen, betrogen. Während sich 1968 die Studenten im Westen mit der Polizei Straßenschlachten liefern, passiert in Prag etwas Einschneidendes. Ja, es waren Sommerferien. Die Studenten waren im Urlaub, die Oberschüler waren im Urlaub. Viele Leute waren verreist. Nicht wenige übrigens in die Tschechoslowakei gereist. Es war sehr ruhig, sehr friedlich. Eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Sommertag, in die diese Nachricht hineinplatzte. Die Menschenmenge drängte sich um die Panzer und beschimpfte die Soldaten als Faschisten und ließen gleichzeitig Dubček und die Republik hochleben. Für die Sowjets begannen sie mit Maschinenpistolen in die Häuser zu schießen, das heißt an den Hauswänden hochzuschießen. Viele Menschen können sich heute noch erinnern, wo sie und unter welchen Umständen sie diese Nachricht gehört hatten. Und ich habe es also wie zu Hause gehört, durch die Wand. Der Nachbar hatte das Radio so laut gestellt. Und später las ich dann in den Stasi-Akten, dass viele DDR-Bürger also demonstrativ das Fenster öffneten, den RIAS oder den SFB sehr laut einstellten, damit die Nachrichten so über die ganze Straße hallen. Am 20. August, kurz vor Mitternacht, drangen die sozialistischen Freunde ins Land ein und beendeten das Prager Experiment. Sozialismus ohne Zensur, ohne Versammlungs- und Reisebeschränkungen. Einer, der damals dabei war, sagte, in Moskau hatte man begriffen, dass sich eine Epidemie der Freiheit ausbreiten könnte. Ich habe damals gedacht, dass man da wieder ansetzen wird. In der DDR, in Ungarn, in Polen, in der Tschechoslowakei, dass das ein gescheiterter Versuch ist, aber dass man das weiterführen müsste. Also einen wie auch immer gearteten demokratischen Sozialismus. War damals meine feste Überzeugung, fand es genau richtig. Und was da im Westen war, wollte ich auch nicht.
fand das genau richtig, genau diesen dritten Weg. Das hat mich absolut überzeugt und noch viele Jahre lang. Also das ist nicht bloß jetzt die Naivität des 17-Jährigen gewesen. Das hat lange Jahre gedauert, bis ich mich mit einem Tränenauge von diesen Illusionen verabschiedet habe. Wenn Reinhard in der DDR sein Ziel verfolgt hätte, Journalist zu werden, wäre Leipzig der richtige Ort für ihn gewesen. Jürgen Schlimper studierte hier Journalistik und wurde später Dozent. Er hätte ein Studienkollege von Reinhard sein können. Die Journalistik galt an der Leipziger Universität zu DDR-Zeiten als die Kaderschmiede. Ja, das ist eine Frage, was man jetzt unter Kaderschmiede versteht. Also wir waren schon eine Einrichtung, wo man erstmal überdurchschnittlich leistungsstarke Studenten hatte. Das muss man, glaube ich, erstmal akzeptieren. Da war ich sehr verwöhnt als Mitarbeiter dann. Und natürlich war das auch eine Einrichtung, wo auch ideologische Anforderungen gestellt wurden. Meinen Sie, wenn er aus diesen ideologischen Gründen versucht hätte, hier herzukommen und zu studieren, hätte er eine Chance gehabt? Also speziell Ende der 60er, Anfang der 70er kann ich es mir schwer vorstellen. Nein, ich glaube, es hätte zu der Zeit einfach politische Probleme gegeben. Mhm. Misstrauen einerseits. Was will jemand, der da kommt? Wie war das mit Studenten, die hier vielleicht anderer Meinung waren, die widersprochen haben? War das ein Problem? Also ich glaube, dass es bei uns an der Sektion, ich habe in der gesamten Zeit zwei politisch begründete Exmatrikulationen erlebt, die wären aber zu verhindern gewesen. Und ich habe in einem Falle auch das schlechte Gewissen, dass ich gesagt habe, es hat mich nicht interessiert. Hätte ich was dagegen gesagt, hätte wahrscheinlich ich schon als kleiner Assistent etwas erreichen können, dass das anders abgelaufen wäre. Man hätte nur den Mund aufmachen müssen. Es hat mich nicht interessiert, muss ich einfach sagen. Und da habe ich in dem Falle wirklich ein schlechtes Gewissen. Wie mag Reinhard die ideologischen Anforderungen empfunden haben? Hätte er überhaupt eine Chance gehabt, an der Universität anzukommen? Ich blättere in den Akten, lese, blättere zurück. Es ist ein Kampf, nicht nur mit den Akten, sondern auch mit dem Chaos in meinem Kopf. Ich frage mich, wo sein Ort in diesem Staat gewesen wäre. Die einzige Gewissheit, die ich habe, ist, dass Reinhard im Aufnahmeheim war. Ich lese, wie gründlich Einreisende von den DDR-Diensten überprüft wurden. Nicht wenige wurden zurückgeschickt. Wenn sich die Stasi für meinen Bruder interessiert hätte, hätte sie ihn nur beobachtet oder hätte er mit einer Aufforderung zur Zusammenarbeit rechnen müssen? Ich denke schon, dass sie das bei ihm versucht haben, wo sie es gelohnt hätte, denke ich. Ein junger Mann, der eh sympathisiert hat, aus West-Berlin, der aus Überzeugung rüberkommt. Na holla, das war dann gefundenes Fressen, würde ich mal sagen. Staatssicherheit hat mich von 69 bis 71 intensiv immer wieder zu Treffs gebeten. Schon in der ersten Woche auch, also nach einer Woche, Gespräche in dem kleinen Häuschen dort, Staatssicherheit. Da kam immer ein Tatra, ein großes schwarzes Auto, und da stieg ein kleiner Herr aus im grauen Anzug. Und dem saß man dann gegenüber unter vier Augen, und der hat sehr gezielt gefragt. Ich merkte, das ist Druck. Ich habe gefragt, weil Staatssicherheit, was kann ich da werden? Weil Sie können auch unter Staatssicherheit arbeiten. Ich habe gesagt, ich will Pfarrer werden und nichts anderes. Und hat aber dann eröffnet, also man kann unter Staatssicherheit General werden. An der Uni war ein ganz toller Dozent, der in Berlin Studentenpfarrer war. Dem habe ich das eröffnet und der sagte, Geibel, wenn Sie es nicht sind, wird es ein anderer werden. Sie werden schwer, nicht so ohne weiteres diesen Gesprächen ausweichen können, aber beziehen Sie sich immer auf Fakten. Wenn über Personen gefragt wird, dann sagen Sie, das ist nicht meine Aufgabe, Personalabteilung. Also er gab mir kleine, aber wichtige Hinweise und die haben mich ermutigt, den Gesprächen mich zu stellen. Und deswegen, also aufpassen, wach sein. Hätte sich mein Bruder der Stasi entziehen können?
Hätte er aus Überzeugung mitgemacht wie Salomea? Immerhin war das oft die Eintrittskarte zum Studium. Kontakt zur Staatssicherheit in der DDR war etwas völlig Selbstverständliches. Es gehörte einfach für viele Leute zum Alltag. Und es wurde niemals als irgendeine Art von Spitzeltätigkeit angesehen. Die Wohnung war parterre. Es war so, wie wenn du als Arbeiter berichtest deinem Vorarbeiter, wie die Arbeit gerade gelaufen ist. Es war nichts Verwerfliches. Ich glaube, es war hier. Ja, da wird's gewesen sein. Das war, denke ich mir, diese konspirative Wohnung. Es war ganz offensichtlich, dass da keiner wohnte. Was sie von mir wollten, waren immer Stimmungsbilder. Die Annahme, dass Salomea für die Sicherheitsorgane arbeiten könnte, bestand, und ich glaube auch zu Recht, wäre auch noch durch andere Dinge begründet. Eines Tages erhielt ich einen Anruf, der Chefredakteur der New York Times sei in Berlin und bitte um ein Gespräch. Wir haben uns dann auch getroffen und er lud mich dann ein ins Grand Hotel zu einem Essen mit seiner Familie. Und das war in einem separaten Raum und zur Überraschung saß dann plötzlich Salomea da. Und sie empfing mich ja dann auch gleich mit der Bemerkung, ich weiß genau, was Sie jetzt denken, aber so war es dann auch, dass ich das dachte. Und warum dachten Sie das? Na, weil der Mann perfekt Deutsch sprach, er war ein Berliner Jude und kein Dolmetscher, sie sollte als Dolmetscherin fungieren, keines Dolmetschers bedurfte. Am Morgen erwacht unser Städtchen. Unser Panzer sieht Bombenartillerie. Aus den Fenstern da winken die Mädchen. Ihren Gruß, der mit uns weiterzieht. Ja, übers Jahr da winken. Ich habe Abi gemacht. Wollte eigentlich zur Schauspielschule, aber wir wurden halt verpflichtet. Ich musste eben mich für Sprachen bewerben an der Humboldt-Uni. Aufnahmeprüfung habe ich mir noch gebetet, dass ich durchfalle, aber natürlich nicht. Also habe ich dann an der Humboldt-Uni angefangen, Slawistik, Amerikanistik zu studieren. 64, gleich nach dem Abi. Ja, ich bin dann schwanger geworden im ersten Semester und war dann eben, weil es mir so schlecht ging, bei meiner Mutter die ganze Zeit. In Eisenhüttenstadt. Schön ist das Leben in Stalinstadt. Wer es nur einmal gesehen hat, der fühlte wie jeder. Und da habe ich auch mein Kind gekriegt, da im Krankenhaus. Der neuen Zeit. Es wird wie ein Wunder. Ich habe die Krise gekriegt da in Eisenhüttenstadt. Mein Mann ist arbeiten gegangen und ich schob da in diesem schrecklichen Drecksnest mit dem Kinderwagen um und um. Ich kannte da ja auch niemand, außer meine Mutter, meine Schwester. Und dann, ich wollte dann wieder studieren. Wenn du im Betrieb warst und hast einen Job gehabt, eine Arbeit, dann hast du auch einen Krimplatz gekriegt. Aber jedenfalls habe ich keinen gekriegt. Ist mein Mann wieder zu seinen Eltern gezogen, nach Eberswalde. Also wir sind zu seinen Eltern gezogen, in sein Zimmer. Und ich bin dann Montag bis Freitag nach Berlin zum Studium und Freitag spät Nachmittag bin ich nach Eberswalde gefahren. Da stand dann mein Mann mit Kinderwagen schon auf dem Bahnhof und hat auf mich gewartet. War super. Die Deutsche Demokratische Republik ist nun einmal eine international anerkannte Realität. Unsere Grenzübergangsstellen stehen jedem offen, der in friedlicher Absicht kommt, im Besitz gültiger Dokumente zum Betreten der DDR ist, unsere Gesetze anerkennt und einhält. Ich hatte ja meine Tochter, also ich brauchte ja einen ziemlich sicheren Weg. Und es war natürlich gut, wenn man Leute kannte, die Leute kannten. Also hier am Checkpoint Charlie direkt kann ich mich jetzt an nichts erinnern. Ich kann mich nur so vage erinnern, dass wir auf so einem Platz gestanden haben, so ziemlich leer.
und dass da ein Auto stand, wo der Kofferraumdeckel hoch war und dass ich da einsteigen sollte. Und ich, so, und dann weiß ich nicht mehr so genau. Ich wollte aber wohl nicht einsteigen und ich erinnere mich eben nur noch an diese Szene. Das war ein völlig leerer Platz, aber es muss ja eigentlich nicht weit weg von hier gewesen sein. Ja. Mehr weiß ich ja nicht. Ich meine, du warst 9 Jahre alt. Mhm. Aber für dich war es auch dunkel. Also es musste jemand im Westen sein. Im Café Moskau verkehrten natürlich alle möglichen Leute, eben auch Leute, die aus West-Berlin gekommen sind und zum Tanzen gehen. Leute, die hier auch bei den Botschaften gearbeitet haben, sind ja auch mal ausgegangen. Und das Café Moskau war eben auch so, wo man eben jemanden kennenlernen konnte, wo eine Band gespielt hat. Einmal war es mit einer Sängerin, die hat Jitem gesungen. Das war damals ganz im Schwange. Ja, und irgendwann hat das dann mal geklappt. Und zwar ging das eben über Botschaftswagen. Das war eigentlich der sicherste Weg, weil die zum Beispiel die Kinder der Botschafter in West-Berlin zur Schule gegangen sind und die Fahrer die Kinder morgens rübergebracht haben und wieder abgeholt haben. Das heißt, die kamen immer zu regelmäßigen Zeiten über den Checkpoint Charlie in West-Berlin. Mhm. Ich weiß nur, dass wir da drin lagen, so eine Embryostellung und du so an mir dran. Mhm. Und dass ich immer so auf dich eingeredet habe. Irgendwie brauchst du keine Angst haben. Du hattest mir doch irgendwie gesagt, du hattest mir so eine Schlaftablette oder so eine halbe oder so gegeben. Und ja. Die hätte dann nicht gewirkt. Ja, genau. Ich hatte dir so ein Fitzelchen Beruhigungstablette gegeben. Mhm. Und du warst aber so, hat nicht gewirkt, ist ja klar. Und dann sind wir gefahren. Mhm. Hat mir das vorher gesagt, wie das etwa ist. Also, dass man da so Schlangenlinien fährt, weil da waren ja diese Panzersperren. Ach so, man vorher durch den Todesstreifen. Ja, also hier, die haben mir gesagt, wenn das anfängt, mit diesen, dann sind wir schon da am Checkpoint. Ach so. Da muss man in ganz still sein. Mhm. Und dass die eigentlich ganz langsam durchfahren. Mhm. Die werden langsamer und fahren durch und dann... Danach, wenn das vorbei ist und die werden schneller, dann sind wir im Westen. Ja, das ist die Koch. Über die Koch und haben da ein Stück weiter rein, war eine Telefonzelle rechts. Ja. Und da haben die angehalten, dann sind wir da ausgestiegen. Da? Und wir waren wieder noch in Sichtweite. Ach, das war der Stock dunkel, das war 74. Da war hier auch Tote Hose in Kreuzberg. Das war ja so Grenzgebiet. Ja. Da war nichts. Von der Flucht habe ich natürlich niemand was erzählt. Konnte ich ja gar nicht. Diesmal hatte ich gar keine Vertrauensperson. Und doch, meiner Mutter habe ich es. Ich bin zu meiner Mutter nochmal gefahren, als es klar war, dass ich weggehe. Aber es war eben abgesprochen, weil man wusste ja, die Stasi wird ja kommen und nachfragen. Der übliche Weg, das sowas wusste man ja alles. Sie war ja nicht der erste Mensch, der abgehauen ist. Aber ich bin natürlich nochmal zu ihr, auch wegen Enkelkind. Und habe gesagt, du Mutti, ich mache mich wieder auf den Weg zurück, damit du Bescheid weißt. Unsere Reise nach Australien. Ein Bild, zwei Bilder von der Reise nach Australien. Wir sind ja 83 zu dritt nach Australien gefahren. Da stehen wir vor meiner Schule. Es gibt keinen Ort in der DDR, wo ein DDR-Bürger eine Urlaubsreise nach Australien beantragen könnte, weil das als Phänomen nicht vorhanden ist. Der Genosse Honecker erteilt eine Sondergenehmigung, dass wir drei nach Australien fahren können. Mhm. Und dann gibt es noch eine wunderschöne Geschichte, wo wir beide zum Bahnhof Friedrichstraße fuhren. Ich ging an den Schalter und verlangte drei Eisenbahnfahrkarten nach Frankfurt am Main, weil wir doch von dort abfliegen mussten. Da sagte ich, das geht überhaupt nicht. Ich kann Ihnen nur eine Fahrkarte geben. Nach Australien, genau. Ich bin fast gestorben in dem Moment. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt klappt es also deswegen nicht. Und dann habe ich mich schon fahren sehen mit der Transsib, ja, über Moskau und Peking. Und dann hat mir aber irgendwie der Anschluss gefehlt. Es ist so weit.
Und hier stehen wir am Rande von Renjas Swimmingpool bei ihr zu Hause. Mein Neffe, seine Freundin, Andi, ich im Schlafanzug und Frank. Und dann kamen wir zurück nach West-Berlin und meine Mutter sagt zu mir, so, jetzt musst du dich entscheiden. Das habe ich dann erstmal überhaupt nicht verstanden, wie ich soll mich entscheiden. Ja, du musst dich entscheiden, sagt sie. Und da war ich echt schockiert, weil bis dahin habe ich noch nie irgendeine Lebensentscheidung für mein Leben getroffen. Ja? Also, und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe sie dann zur S-Bahn begleitet, wo sie in den Osten gefahren ist. Oft habe ich mir gewünscht, dass Reinhard in der DDR glücklich geworden wäre. Freiheiten gab es an einigen nicht offiziellen Orten. Der Film Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher wurde im Stil der Nouvelle Vague gedreht, ohne Drehbuch, improvisiert. Es geht um das Scheitern einer Liebe am Prenzlauer Berg und um einen jungen Mann, der sich treiben lässt, in den Tag hineinlebt, abseits von Kollektiv- und Planerfüllung, ständig auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem. Eher so ein Typ wie mein Bruder. Nihilistisch war eins der Schlagwörter, mit denen der Film damals beurteilt wurde. Skeptizistisch, pessimistisch und bürgerlich natürlich. Der Film Jahrgang 45 wurde während des Rohschnitts verboten und der Regisseur machte keinen einzigen Spielfilm mehr. Auf alle Fälle ziehe ich aus. Heute noch. Vielleicht hätte sich mein Bruder in der Figur des Alfred wiedergefunden. Anscheinend waren solche Leute in der DDR nicht erwünscht, weder Müßiggänger noch linke Intellektuelle. Sie wurden nicht selten zu linken Spinnern erklärt. Nachdem mir klar wurde, dass es das System ist, habe ich mir gesagt, ich kann nicht mehr für die Stasi arbeiten. Habe meinen Führungsoffizier gebeten, mit mir in meinen Trabant zu gehen, wo ich dann zu ihm sagte, ich sitze mit dir hier, weil ich dir etwas sagen will und ich nicht weiß, ob meine Wohnung verwanzt ist von deinen Kollegen. Und ich hoffe, dass wir hier alleine sind, außer du hast eine Wanze an deinem Körper, fragte ich. Und da hat er nichts zu gesagt. Und dann habe ich ungefähr 10 Minuten lang ihm eine Tirade gehalten, über was ich von der DDR hielt, von der Autokratie, von der Arroganz, von meiner Genossen. Na, und ich werde es jetzt nicht alles wiederholen. Und habe damit geendet, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Die DDR war meine Mama und die Stasi war mein Papa. Da kann ich heute nur sagen, wie pervers. Und wie unsinnig. Für mich war die DDR nie ein Land der Hoffnung wie für meinen Bruder, sondern ein Land des Transits, der Durchreise wie für so viele andere auch. Einmal geflohen, gab die DDR ihre Bürger noch lange nicht frei. Ich hatte im Reisebüro gefragt, wie das ist, wenn man mal abgehauen ist. Die haben gesagt, sie haben noch nie was gehört. Dann habe ich mich bei der Abteilung Inneres, denke ich mal so, also in Berlin, West-Berlin, erkundigt, wie das ist, ob ich eben mit diesem Flugzeug fliegen kann, über Transitbus Schönefeld. Und dann haben die mir gesagt, ja,
Also da ist noch nie was vorgekommen. Ich könnte das schon machen, aber dieser Mitarbeiter hat gesagt, er persönlich hätte gar nicht so viel Zivilcourage, das zu machen. Daraufhin bin ich geflogen. Und dann konnte man die ausmachen und grün anmachen, so. Ja, also wenn das jetzt so geschaltet war, denke ich mal, dann hat er gesagt, stehen bleiben mit dem Gesicht zur Wand. Und dann musste ich so warten und dann nehme ich an, ist der rumgegangen an mir vorbei oder auch da lang. Und bei der Einreisekontrolle haben die mich zur Seite gewinkt. Und die anderen sind halt alle abgefertigt worden und ich konnte das sehen. Ich konnte den Transitbus draußen sehen. Und ich konnte eben auch da einsehen, wo das Band lief. Meine Reisetasche fuhr da als einzige immer noch rum und ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich wusste, jetzt sitze ich in der Falle. Und dann kamen zwei in Zivil. Der eine hat mich gefragt, ob ich wüsste ja wohl, warum sie mich da festnehmen. Und dann habe ich gesagt, ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber ich habe Blut im Wasser geschwitzt. Ich hatte das Gefühl, ich stinke wie ein Fuchs. Die sind dann mit mir ins Polizeipräsidium gefahren am Alexanderplatz. Und da haben die mich die ganze Nacht verhört. Die haben gesagt, ja, wenn ich alles ausgesagt habe, dann entlassen Sie mich nach West-Berlin. Und da fing schon das Pokerspiel an, mitzukriegen, was wissen die überhaupt, worum geht es eigentlich. Und immer nur so viel, also um mich nicht zu gefährden, dass die mir was tun, mich bedrohen, andere nicht mit reinzuziehen. Also, und ich todmüde, hungrig und die ganze Nacht. Und so smarte junge Typen, so, ja, so wie vom Bundesnachrichtendienst, so könnte man sagen. Sehr smart, sehr nett, sehr kalt. Und dann habe ich eben gedacht, am nächsten Tag, ich komme jetzt nach Hause. Dann haben sie mich da rausgeholt, in so einen Barkas-Bus verfrachtet. Dann haben mich eben irgendwo hingefahren. Also jetzt weiß ich, dass ich in Hohenschönhausen war, aber ich wusste nicht, wohin die mich gebracht haben. Also ich wusste nie, wohin die mich gebracht haben. Und mir wurde immer gesagt, in welche Zelle ich gehen muss. Und meiner Meinung nach waren das ganz viele nebeneinander. Also ich weiß jetzt auch nicht, aber so. Denn die Tür stand offen, dann bin ich da reingegangen. Und dann wurde hinter mir die Tür zugeriegelt. Und da oben, ja, da oben lief eigentlich der Posten lang. Also da sieht man noch so, da sieht man ja, dass das da irgendwie weitergeht. Der lief immer auf und ab. Und dann konnte man hier drinnen eben rumlaufen und nur, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier war, hat er gerufen, ich soll aus der Ecke gehen, aus diesem toten Winkel, weil da konnte er mich nicht sehen. Ja, das war jetzt der Freigang. Henriette wurde zu 3 Jahren wegen Flucht und Entführung des eigenen Kindes verurteilt. Nach 6-monatiger Haft wurde sie im Juli 1982 über den Anwalt Vogel von der Bundesrepublik freigekauft. Also es ist für mich natürlich die Fragestellung, wieso ich das nicht geschafft habe, mich hier, dass ich immer wieder durch den Transit musste und wo ich denke, da hatte ich eben auch schon so keine, also da waren mir auch schon so die Beine weggeschlagen, als ich hier wieder angekommen bin. Also ich wusste halt nicht, wie mein Leben jetzt weitergeht. Ich dachte ja, ich kann anknüpfen da in Duisburg-Rheinhausen, wo ich als Kind weggegangen bin. Das war natürlich eine Illusion.
Und dann bin ich eben da geblieben, wo ich mich auskannte. Das war in Berlin. Zwar in West-Berlin, aber trotzdem habe ich mich einigermaßen aufgehoben gefühlt eben in West-Berlin. Sohn, die wollen alles wissen. Was habe ich noch für Geld in der Bundesrepublik? Habe ich Schulden? Ich habe die Fragen mir angehört und habe versucht, so zu reagieren, dass ich mich nicht zu weit hinauslehne. Hätte mein Bruder hier eine Chance gehabt, anzukommen? Also, wenn Ihr Bruder die Courage hatte, sich mit dem intelligenten Vater auseinanderzusetzen, sich mit dem zu streiten und gemerkt, ich habe ein anderes Weltbild. Ich gehe in die DDR. Also wenn er ein kleiner Rebell war, kann ich mir das schwer vorstellen. Ist das der Ort, an dem sich das Schicksal meines Bruders entschieden hat? Wurde er hier schon abgelehnt und wieder zurückgeschickt oder durfte er bleiben? Die Bundesbehörde für die Unterlagen der Stadtsicherheit. Hier stelle ich einen Nachforschungsantrag. Ich versuche, die Geschichte meines Bruders zu rekonstruieren. Wäre Reinhard hier aktenkundig geworden, hieße es, dass sich die Stadtsicherheit für ihn interessiert hätte. Meterweise Akten, doch von Reinhard keine Spur. Ich finde Anhaltspunkte in den Akten, dass es einzelne Personen gab, die aus politischer Motivation in die DDR gingen. Das erinnert mich an eine alte Bekannte, Salomea, die aus politischer Überzeugung von West nach Ost ging. Auch wenn sie zu einer anderen Zeit in die DDR ging, erhoffe ich mir Hinweise darauf, was meinem Bruder in der DDR widerfahren ist. Salomea hat mich zu ihrer Lesung im Berliner Scheunenviertel eingeladen. Sommer 38. Immer mehr bekam Salomea Angst, auf die Straße zu gehen. Gerade weil im Scheunenviertel so viele Ostjuden lebten, marschierten die SA dort besonders gern. Wenn Salomea mit Scheindl oder Malka vom Kindergarten nach Hause ging, hörte und sah sie oft eine marschierende, braun-schwarze Kolonne von Männern, die laut sangen. Sie beschreibt ihre Flucht als Berliner Jüdin 1939 ins Exil nach Australien. Und ihren Eintritt in die Kommunistische Partei. Ich war eigentlich ein ziemlich entwurzelter Mensch. Und als ich hörte, dass die Weltfestspiele in Berlin stattfinden werden, sagte ich, prima, da werde ich hinfahren. Und dann werde ich gucken, ob ich nicht 6 Monate in der DDR wohnen kann. Weil dann würde ich wissen, fühle ich mich da zu Hause viel mehr als in Melbourne. Mit dieser Absicht bin ich losgefahren. Die Kunde von den Weltfestspielen flog über den ganzen Erdball. Überall in der Welt fanden Versammlungen statt. Dann sind wir am Ostbahnhof angekommen. Und da gab es einen großen Empfang. Tausende von Leute haben uns begrüßt. Und dann von dem, haben alle das Weltjugendlied, mein Gott, ich könnte jetzt heulen, alle zusammen, Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen haben alle das Weltjugendlied zusammen gesungen in allen Sprachen. Jugend aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut. Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht. In den düsteren Jahren. Ich bin in Ostberlin angekommen, ging zum Außenministerium, habe denen gesagt, ich will in die DDR und habe ihnen auch mit meinem ganzen Idealismus erklärt, warum. Er sagte, ich müsste einen schriftlichen Antrag stellen, sie müssten das alles überprüfen, das kann sehr lange dauern.
Als ich ihn fragte, wo soll ich denn dann wohnen, wenn es so lange dauert mit dem Visum? Na, geh doch nach West-Berlin. Da war ich ziemlich entsetzt, weil für mich West-Berlin ein Also der Grenzstreifen verläuft hier Mitte von diesem Wald. Also hinter diesem Gleiskörper, hinter diesem Bahndamm, hatten wir als Fußgänger nichts mehr verloren. Bis zur Brücke konnten wir noch gehen, aber nur mit Passierschein, beziehungsweise wir hatten einen Stempel in unserem Personalausweis und da konnten wir uns in einem 5 Kilometer Grenzgebiet aufhalten und bewegen. Nach Schließung der Grenze 1961 war für West-Berliner ein Besuch in der DDR eine Auslandsreise. Ein Visum musste beantragt und ein Grund für die Reise genau benannt werden. Wollte man für immer bleiben, führte der Weg unweigerlich über ein Aufnahmeheim. Immer mehr Bewohner der Bundesrepublik und vorübergehend in Westdeutschland lebende Bürger der DDR melden sich in den letzten Tagen in den Aufnahmeheimen unserer Republik. Die Politik der Bonner Regierung, die sich gegen jede Entspannung in der Welt richtet, veranlasste sie zum Übertritt in den deutschen Friedensstaat. Reinhards Spur führt ein paar Kilometer weiter nach Sasa, ein kleiner Ort in Thüringen, wo sich einst ein Aufnahmeheim für Übersiedler aus dem Westen befand. Guten Tag. Guten Tag. Sumpe mein Name, ich habe einen Termin bei Herrn Zamboni. Dein Mensch wird sein. Danke. Das Asylantenheim gibt es seit dem 15. Januar 2004, also wird es als Asylantenheim genutzt. Es war einmal zur Unterbringung von Truppen der NVA geführt worden. Dann war hier auch mal die Volkspolizei, insbesondere vor dem Hintergrund der Transitstrecke Nürnberg-Berlin, die von hier aus beobachtet werden sollte. Und dann war es zwischendurch, und das ist die Zeit, wo Ihr Bruder hier war, ein Aufnahmeheim für Flüchtlinge aus dem Westen. Im gleichen Jahr, in dem mein Bruder in den Osten ging, entschieden sich fast 2.500 Menschen ebenfalls für die DDR. Sie wurden durchleuchtet. Sie wurden überprüft, wie nah sie am System sind, ob sie möglicherweise auch Agenten sind. Viel mehr wissen wir nicht. Ich frage die Bewohner in Sasa, ob sie damals etwas vom Aufnahmeheim oder sogar von meinem Bruder mitbekommen haben. Gibt es ehemalige Mitarbeiter, die sich an ihn erinnern können? Es war irgendwie gespenstisch, man hatte keinen Zugang dazu. Man wusste Aufnahmeheim, aber was letztendlich da drin passiert ist, konnte man nicht wissen. Keiner hat eine Auskunft gegeben und es war schon ganz schön schwierig. Du warst politisch total unbescholten, gell? Aber irgendwie musste man ja mitspielen. Waren Sie Mitglied da in der Partei? Ja, ich musste dann, ja, keine andere Wahl. Aber das lange vergessen wieder. Ja. Der Pflicht gehorchend, nicht dem eigenen Trieb, würde ich sagen. Okay, musste man. Mein Bruder ist 69 vom Westen in den Osten gegangen, ja? Ja, also als Rückkehrer oder Zuziehender? Zuziehender. Haben Sie da Leute? Und wie ist denn der Name? Zumpe, Reinhard Zumpe. Der war so 20 Jahre alt. Einige Namen habe ich noch so im Gedächtnis. Na, erstens mal haben Sie hier Arbeit gekriegt. Erstmal Kredit. Wohnung, Arbeit, ja, also die hatten keine Sorgen. Die wurden hier erstmal im Aufnahmeheim gut aufgenommen. Haben Sie was von den Befragungen mitgekriegt, der Insassen, glaube ich? Also die jetzt von der Kripo, von der Kriminalpolizei vernommen wurden, nee, habe ich nicht. Da, wir waren Zivilangestellte und dann gab es welche Uniformierte. Okay. Ja? Ich treffe Roland Geipel. Er war möglicherweise zusammen mit meinem Bruder hier im Aufnahmeheim. Also ich habe mich auf den Systemwechsel 2 Jahre vorbereitet. Sommer 67 war die Entscheidung gefallen. Ich gehe um der Liebe willen in die DDR.
in der Nacht nach hier gekommen, befragt worden zu meiner Person. Jetzt ist der Palast der Republik gewissermaßen ein Skelett geworden. Als ich als Jugendliche in die DDR gekommen bin, hat die DDR auf mich auch so trostlos und so abgebrochen gewirkt wie jetzt. Also es ist ganz eigenartig. Meine Mutter hat hier gearbeitet. Und zwar interessanterweise hat sie den großen Kran gefahren, als der Palast der Republik aufgebaut worden ist. Und der Palast der Republik war ihre letzte Baustelle. Das war, Richtfest war hier November 1974. Aber sie ist davor auch auf anderen Baustellen gewesen. Es war eigentlich, ja, jetzt im Rückblick ein interessanter Weg, weil wir das, glaube ich, gar nicht gewohnt sind, dass so eine Frau von Baustelle zu Baustelle zieht, um immer mit ihrer Brigade gewissermaßen als Kranführerin dabei zu sein. Und ich denke auch nicht, dass ihr das nichts ausgemacht hat, dass wir als Kinder daran ganz schön zu knabbern hatten und dass sie sich so gut, sagen wir mal, sie hat sich bemüht, uns so gut wie möglich in der Zeit zu versorgen. Das glaube ich schon. Trotzdem bin ich ab und zu mal ganz schön sauer. Ja, aber immer wenn die Baustelle abgeschlossen war, verkauft, die wurde ja dann verkauft, übergeben, da sind wir weitergezogen. Und so bin ich auch immer mit weitergezogen. Den können wir wegtun. Anfangs sah es gar nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, sehr glücklich und zufrieden war sie wohl nie dann da. Ich denke, da kam immer so ein bisschen der Vorwurf, wärst du bloß mit uns in Westdeutschland geblieben, ja? In der Zeit vor der Mauer konnte man sich noch entscheiden zwischen bleiben und gehen. Wenn man wollte, wechselte man die Welten für immer. Berlin war ein Schlupfloch. Dann hieß es irgendwann, ja, habt ihr schon gehört? In Berlin, so hat sich dann so rumgesprochen, die Mauer gebaut. Und ja, ich habe irgendwie gedacht, ich werde gleich hier völlig verrückt. Also die macht eine Mauer, ich komme hier nicht mehr raus. Und ich habe dann irgendwie aber so ganz auf cool gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe irgendwie, weil die immer, stellt euch mal vor, an Mauern und so. Und ich muss sagen, mir ist egal, ich fahre nie nach Berlin. Communist police and militia occupy the entire border around West Berlin. The communists built a wall along the Soviet sector. And in violation of existing agreements, split the city in two. Gardens along the border were torn up to create a death strip where all who enter will be shot. Vor seinem Versuch, in die DDR überzusiedeln, ist Reinhard einige Male für einen Tagesausflug über Friedrichstraße nach Ost-Berlin eingereist. Der Westen war nicht weit, die westlichen Universitäten. Und die dort Studierenden, die kamen auch gerne in den Ostsektor rübergefahren. Es war auch vollkommen unproblematisch, sofern sie einen bundesdeutschen Pass hatten. Sie kauften hier gerne Bücher ein, vor allen Dingen, insbesondere die Werke von Marx, Engels und Lenin, die sehr, sehr billig waren im Osten. Reinhard kommt immer beladen mit neu erworbenen Büchern und Schallplatten zurück. Es waren weniger die Werke von Marx und Engels. Vielmehr begeisterten ihn die. Da hat jede Gelegenheit genutzt, uns im Urlaub aufzunehmen oder bei Gemeindefesten.
war unser Kater Peter. Reinhard mochte den sehr. So ungefähr im Alter von 18 Jahren. Mhm. Und wie alt warst du? Ich war 6 Jahre jünger, 12, aha, 13, so. Ja. Die Katze interessiert sich überhaupt nicht für diese Strippe. Das war eine Wurstpelle. Ach, eine Wurstpelle. Mhm. Reinhard war mein Vorbild, mein Verbündeter. Von ihm lernte ich, was wichtig ist im Leben und wie man sich unsichtbar macht, wenn die Eltern mal wieder nervten. Reinhard, das war der Junge, der sich nichts anmerken ließ, der sich immer aufrecht hielt, der nie weinte. Was war er denn vom Beruf? Naja, es war eben so, er hat die Schule dann unterbrochen. Er war eigentlich sehr literaturinteressiert, er war sehr gut eigentlich in der Schule. Mhm. Also er hätte bestimmt sowas wie Filmwissenschaften studieren wollen. Ja. Mein Bruder nahm mich, die jüngere Schwester, mit ins Kino. Ich ließ mit ihm keinen Film der Nouvelle Vague aus, was mir das Gefühl einer verschworenen Gemeinschaft gab. Ich verstand zu der Zeit wenig vom politischen Hintergrund der Filme von Godard und Truffaut, aber die Aufbruchstimmung gefiel mir. Glaubt ihr vielleicht, er könnte mich überholen? Er mit seinem jämmerlichen Schlitten? Familienreisen waren immer das Ereignis des Jahres, das wir lange im Voraus herbeisehnten. Mein Bruder und ich fanden die ausgiebigen Reisebeschreibungen unseres Vaters meistens langweilig. Viel lieber vertrieben wir uns die Zeit mit »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Mein Vater war der Regisseur mit der Super-8-Kamera. Allein die Einstellung an der Tankstelle mussten wir 5-mal wiederholen. Mein Vater führte nicht nur im Filmregie, sondern auch zu Hause. Sonntags nach der Kirche hieß es, Vater erwartet euch im Arbeitszimmer. Dort ging ein Donnerwetter auf uns hernieder, wenn wir mal wieder in seinem Gottesdienst herumgealbert hatten. ...1965, mein Bruder Reinhard ist 18 Jahre alt. Er will raus, raus aus Langwitz, einem verschlafenen Vorort im Südwesten von Berlin. Raus aus dem Pfarrhaus, weg vom Vater, weg von zu Hause. Im Sommer 1965 kommt mein Bruder nicht mehr mit uns in den Urlaub. Und dafür gibt es Gründe. Mein Vater hält den Hochzeitsgottesdienst für meine Cousine in Hannover. Ein großes Familienfest. Ich erinnere mich nicht mehr genau, warum mein Bruder und ich nicht dabei waren. Meine Großmutter am Arm meiner Mutter. Am nächsten Tag wollten wir gemeinsam in den Urlaub starten. Aber dann bricht Reinhard Mutters Schreibtisch auf und klaut die Urlaubskasse. Mit dem Geld macht er sich auf nach Paris. Als sein Reisegeld zu Ende ist, ist er wieder da. Noch nicht mal zum Revolutionär hat es gereicht, ist der Kommentar des Vaters. Ich denke, seine wirklichen Probleme hätten dort angefangen, wo er darauf bestanden hätte, eigene Ideen zu verfolgen. Weil es war nicht erwünscht. Ja, wenn diese Ideen nicht genau auf der Parteilinie waren. Hort von Spionage und Imperialismus war.
Gespaltenes Deutschland. Offene Grenzen. Wie oft wird dabei die besondere Lage Berlins, denn auf dem Territorium der DDR liegt die Frontstadt West-Berlin, zur Schädigung unseres Staates ausgenutzt. Eines Tages sprach mich jemand in der Schönhauser Allee auf der Straße an. Der hat sich vorgestellt als vom Ministerium für Staatssicherheit. Und da hat er mir erklärt, Sie haben ja so wenig Kontakt nach West-Berlin. Sie wissen nicht, was sich da zusammenbraut gegen die DDR. Wäre es ganz toll, wenn ich doch bleiben würde, wo ich bin, und mit Ihnen mich regelmäßig treffen, damit ich Ihnen berichten kann. Dieses Foto aus deinen WSTU-Akten, wann hast du das gefunden? Na, in den 90er Jahren, als ich meine Stasi-Akten da beantragt habe. Jetzt ist ein Bauzaun da, sodass wir nicht rankommen. Aber da ist es gewesen. 50 Jahre später, nach diesem Bild, habe ich aus den Stasi-Akten erfahren, dass er in Auftrag hatte, zu beweisen, dass ich ein internationaler Spion bin. Deswegen habe ich 9 Jahre kämpfen dürfen, um in die DDR zu kommen. Ich lerne Henriette kennen, die im gleichen Jahr wie mein Bruder geboren ist und 1959 von ihren Eltern von West nach Ost mitgenommen wurde. Durch ihre Schilderungen kann ich mir vorstellen, was die Schwierigkeiten waren, auf die mein Bruder bei seinem Übergang in den Osten gestoßen ist. Wir waren in dem Aufnahmelager in Blankenfelde, dahinter Pankow. Ich weiß, dass es, wenn man da diese Blankenfelder Chaussee auf der linken Seite so ein Barackenkomplex war. Für mich war das natürlich der Hammer, weil eigentlich wollten wir nach Kanada auswandern. Ich war lange schon in Kanada, mit Herz und Sinnen. Ich meine, ich war damals 13. Meine Eltern sind halt in die DDR gegangen, beziehungsweise ich bin mit meinem Vater vorgegangen in die DDR. Meine Mutter, also die haben beschlossen, dass ich mit vorgehe. Ja, so raus aus den Jeans und rein ins Blauhemd. Ja, so ähnlich war es ja auch. Weil ich kam ja aus dem Rock'n'Roll, wenn du so willst, 59, und kam darüber und da stand eben FDJ an. Ich meine, du musst dir vorstellen, ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Natürlich waren alle in der FDJ, ich hatte ja keine Ahnung, was da überhaupt läuft. Ich bin natürlich auch in die FDJ gegangen, also gekommen. Ja, wer hat mich denn gefragt? In meiner Erinnerung waren wir in dem linken Barackenteil und zwar mehrere Familien, also interessanterweise Familien, die aus dem Westen in den Osten gegangen sind, hier offensichtlich. Also es waren mehrere Familien in einem Zimmer mit so Doppelstockbetten. Man war nicht eingesperrt und konnte da nochmal raus. Also wir sind ja ab und zu rausgegangen, auch spazieren, beziehungsweise wir sind ins Kino gelaufen. Bis nach Pankow, kann ich mich erinnern, ins Kino gelaufen. Das war mein Vater. In der Regel war der ja nicht mit im Bild, weil er ja diese ganzen Ferienfilme gemacht hat. Mein Vater.